Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Einige Montagsdemos zuvor hat der Martin Pogunke hier an dieser Stelle einen klugen Satz gesagt, der auf großen Beifall bei uns allen gefallen ist. Und irgendwann, kein Mensch weiß durch welchen Tropfen, wird irgendeinem der politischen Akteure das Fass überlaufen. Und er wird sich Vorteile davon versprechen, sich von Stuttgart 21 zu distanzieren. Dann beginnt das Projekt politisch zu sterben. Durch einen Tropfen, keiner weiß durch welchen, das heißt, einer von unseren vielen Ansatzpunkten wird den Ausstieg einleiten, wird das Fass zum Überlaufen bringen. Diese Wirkung hat der eine Tropfen aber nur, weil das Fass voll ist, weil es eben all der anderen Tropfen, all der anderen Strategien, Ansatzpunkte und Argumente bedurfte. Und das heißt, keiner unserer Anstrengungen war umsonst oder ist widerlegt, weil wir Stuttgart 21 bisher nicht gestoppt haben. Auch wenn wir auf dem Rechtsweg bisher nicht durchgekommen sind, auch wenn die Gerichte sich in beschämender Weise vor den entscheidenden Fragen der Verfassungskonformität, der Leistungsfähigkeit, des Vertragsbruchs gedrückt haben, werden wir den Rechtsweg weitergehen, ohne Illusionen, aber beharrlich und engagiert. Wenn all die Argumente, die sich fast immer als richtig erwiesen haben, bei den Verantwortlichen weiter auf taube Ohren stoßen, werden wir nicht aufhören, die unterdrückten Wahrheiten ans Tageslicht zu bringen, wie es die Ingenieure 22 und der BUND beim Grundwassermanagement, bei der Turmgründung oder jetzt wieder bei der ASA-Liste mit den 121 Punkten, die sie ja in eine neue Kostenrechnung umdefiniert haben. Und auch wenn unser ziviler Ungehorsam, die Baustellen frühstücken, die Besetzung des Nordflügels, das Anketten an die alten Bäume, den Teilabriss und die Baumfällungen nicht verhindert haben, dieser Weg ist nicht falsch, wir müssen ihn friedlich und mutig weitergehen. Stichwort Rosensteinpark. Auch das Thema direkte Demokratie hat uns nicht weitergebracht. Ist für uns vielmehr mit geradezu traumatischen Erfahrungen verbunden. Und doch dürfen wir es als Bürgerinnen- und Demokratiebewegung nicht aufgeben. Wir haben drei Erfahrungen hinter uns. Zwei von uns in Stuttgart initiierte Bürgerbegehren, die administrativ abgewürgt wurden, obwohl wir beim Stimmensammeln weit übers Ziel hinausgekommen waren. Und beim zweiten Bürgerbegehren, das ist schon mal ein relativer Erfolg, ist immerhin der Rechtsweg jetzt durch das letzte Urteil geöffnet. Und wir haben die uns aufgezwungene Volksabstimmung als große Erfahrung von Ohnmacht gegenüber den postdemokratischen Manipulationsmöglichkeiten, gegenüber Zahlen und Versprechungen, die sich fast ausnahmslos als Lug und Trug erwiesen haben, den Herren Kretschmann und Schmidt aber immer noch als Rechtfertigung für Stuttgart 21 letztlich zum Überleben ihrer Koalition dienen. Als Bürgerbewegung können wir das Thema direkte Demokratie nicht denen überlassen, die jetzt zu Schanden reiten. Deswegen haben wir die Initiative für ein drittes Stuttgarter Bürgerbegehren zum Ausstieg ergriffen. Auch wenn aus juristischen Gründen der Ansatzpunkt für die geforderte Vertragskündigung die Kostenexplosion sein muss, soll das Bürgerbegehren den ganzen Frust und Ärger über dieses Projekt aufgreifen. Leistungslüge, Stadtzerstörung, Brandschutz und Sicherheit und vor allem das riesige S-Bahn-Chaos, was jetzt noch schön ergänzt wird durch die unverschämten Preissteigerungen, die die DB vorhat. All das kommt in den Topf, all das wird Thema dieser Kampagne sein. Kein Thema, und das möchte ich noch an der Stelle über das Manuskript, was verteilt wird, noch ergänzen, kein Thema wird durch das Bürgerbegehren in den Hintergrund gedrückt. Nicht der Leistungsbetrug, nicht der zivile Ungehorsam, nicht die Anhörung zum Grundwassermanagement und demnächst zu den weiteren Planfeststellungsverfahren. Nichts von dem soll
soll in den Hintergrund gedrückt werden. Im Gegenteil, all diese Themen bekommen Rückenwind. Das ist der Absicht und die Absicht und der Plan, der ins Bürger gegangen ist. Seit Wochen wird in vielen Gruppen diskutiert über das dritte Bürgerbegehren, Sinn und Unsinn, Kritik. Vieles ist aufgenommen, ist eingebaut worden, ist berücksichtigt worden. An diesem Donnerstag findet die nächste Veranstaltung um 19 Uhr im Forum 3 statt, zu der alle eingeladen sind, die Infobedarf haben, die Kritik anbringen wollen, die Fragen haben, aber auch alle eingeladen sind, die sich einbringen wollen, die sich engagieren wollen, die gucken, dass die Sache in Gang kommt. Es soll ein Projekt des ganzen Widerstands werden. Es gibt schon eine Unterstützungsliste, Unterstützerliste mit vielen bekannten Namen, die genau diese ganze Breite dieses Ansatzes zeigen soll. Die hängt auch heute erstmalig an der Mahnwache auf. Ich weiß nicht, ob schon die endgültige ist, aber da könnt ihr euch schon mal einen Eindruck verschaffen. Wir haben auch namhafte Vertrauensleute für das dritte Bürgerbegehren gewinnen können. Darunter auch wieder einige unserer Elder Statesmen, sozusagen unsere Grand Seigneur des Widerstands. Wer das ist, wollte ich heute jetzt noch nicht bekannt geben. Wir werden demnächst eine Pressekonferenz machen und da werden wir dann die Namen der Vertrauensleute bekannt geben. Wenn alles gut läuft, sollte also nächste Woche, Mitte nächster Woche sozusagen das Go für dieses Projekt kommen, was wir seit Wochen vorbereiten, sodass der Eisenhard von Löber, das ist der Spiritus Rector dieser Idee, auf der Demo am 19. Oktober die Kampagne eröffnen wird und dann das große Unterschriftensammeln losgehen würde. Wir wollen zeigen, der Käse ist noch lange nicht gegessen. Lasst uns das anpacken, bis wir das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht haben. Dankeschön, Werner Sauerbach.